Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir schauen uns heute das Spiel Drama an. Ein Spiel, bei dem wir einen kleinen Jungen namens Frank durch 96 Level voller Fallen und sonstigen Hindernissen bringen müssen. Und naja, schauen wir mal, ob uns das gelingt. Nicht wundern, hier gibt es eigentlich eine Hintergrundmusik, aber ich werde es euch mal vorführen. Die ist so extrem laut, dass ich da nicht drüber quatschen kann. Ich mach mal kurz an. So, sind jetzt alle wach? Okay. Ja, also, man kann es nur auf Englisch und Spanisch spielen. Wir nehmen also Englisch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich schalte jetzt mal die Musik wieder an fürs Spiel. Da ist alles deutlich leiser. Wir gucken mal. Also, nicht erschrecken. So, hier ist nämlich deutlich leiser. Kann ich das vorlesen oder geht es einfach gleich weiter? Mal gucken. Okay. At midnight, Frank heard a strange noise outside his house. Also, um Mitternacht, Frank hört ein seltsames Geräusch draußen. Without hesitation, he left his room to investigate. Also, mit aller Ruhe verlässt er sein Zimmer, um herauszufinden, was das für ein Geräusch ist. Ein großes Portal war in der Mitte seines Gartens. Das hier wahrscheinlich. Warum wirft er denn hier die ganze Zeit mit Zeug? Ach, der wirft das ins Portal wahrscheinlich rein. Okay, this time, his curiosity will go too far. This portal he will take to a hostile world full of deadly traps, where returning home safely will be the main objective. Ja, also, wenn wir durch dieses Portal gehen, wird uns eine Welt voller tödlicher Fallen erwarten. Und um zurückzukehren, müssen wir da irgendwie durch. Da es nun angezockt ist, werden wir das hier wohl nicht schaffen. Okay, ganz einfach, WASD und Objekte mit der linken Maustaste. Okay. Know your movements. Punkt 1. Oh, ja, so viel zu. Ich habe Leertaste gerade gedrückt, um zu springen. Das war... Ja, also es wird ein bisschen blutig. Und ich denke, wir müssen ein paar Rätsel lösen. Hier noch ganz einfach. Ganz einfaches Hebelrätsel. Okay. Haben wir geschafft. Try not to die. Ist der zweite Punkt. Ja, wir müssen ja mal ausprobieren. Nein! Oh Gott, es rutscht hier auf den Dingern. Okay, er hält sich sogar fest und zieht sich hoch. Auch schön. Was passiert hier? Nicht viel. Okay. Haben wir auch geschafft. The tracks are no longer necessary. Okay, müssen wir da irgendwie so Tarzan-mäßig drüber. Okay. Drüber schwingen. Ich finde irgendwie... wie springe ich denn ab? Ich wollte gerade mit der... Ah, okay. Ich musste erstmal ausprobieren, wie das jetzt überhaupt funktioniert hier. Na, weiß ich nicht. Der ist nicht sehr weit gesprungen. So? Okay. Und nochmal. Erinnert mich ein bisschen. Nur jetzt, wenn ich die Figur, also Frank, betrachte an Limbo. Aber nicht, wenn ich den Hintergrund mir anschaue. Das ist hier natürlich deutlich simpler gestaltet. Viertens, good learning. Guter Lerner. Okay. Jetzt wenden wir einmal alles an, glaube ich. Huch, nein, ich wollte gar nicht abspringen. Ich wollte hier nur ein bisschen... Ach so, okay. Ich kann nicht so tief runter. Na gut. Dann springt er quasi ab oder lässt sich fallen. Okay. Aha, das ist das Niedrigste, was hier, glaube ich, geht beim Seil. Na gut. Was ist denn das da unten? Ist das ein Trampolin? Huch, okay, wir werden es nicht erfahren. Ich kam auch so rüber. If you fall, you will lose. Wenn du fällst, ja, bist du verloren. Haben wir schon rausgefunden. Oh nein, ich hab schon wieder gefällt. Nein! Okay. Sei aber nicht da. Ja! Wir warten mal kurz, bis es wieder hier ist. Okay. Nochmal. Einmal im Nebel. Und weiter geht's. Oh, guck mal, da unten ist eine Bärenfalle diesmal auch. Sehr gut.
Key habe ich übrigens von den Entwicklern netterweise ja, zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich es euch zeigen kann. Don't drown. Okay, ich versuch's. Nein! Ja, gut. Klappt nicht so gut. Okay. Wie? Immer wenn ich drauf springe, ist man irgendwie sofort auch weg. Kann es sein, dass ich erst irgendwie, indem ich sterbe, hier immer irgendwie den... Okay, weiter geht's nicht. So, jetzt habe ich die Kisten zumindest zusammengeschoben. Ja, das sieht doch besser aus. Okay, also eigentlich, man muss in dem Level sogar sterben. Huh, take care of your head. Pass auf deinen Kopf auf. Oh, ich sehe schon, ja. Nein! Oh. Ich weiß nicht, ob gute Idee, ob das eine gute Idee ist. Komme ich da rauf? Ja. Oh nein, ich wollte eigentlich drauf springen. Nee, irgendwie nicht. Moment. Ah, okay. Ich dachte schon, ich muss irgendwie mit runterrollen und im richtigen Moment abspringen oder so. Zum Glück nicht. Be able. Was, be able? Okay. Ah! Wow, das war laut. Und nu? Ich meine, die Kette ist schon gerissen. Kann ich nochmal zurück? Nein. Wie jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Achso. Ja! Warte. Aha, okay. Ja! Ja! Nochmal. Ich weiß nicht, warum man denn durchs Bild fährt, aber okay. Ja! Hey, das geht doch gar nicht. Ja! Das ist viel zu schnell. Ja! Wie? Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, ehrlich gesagt. Nicht so schnell rüber? Geht das deswegen kaputt? Ja! Nö. Das war's nicht. Also bis hier kann ich gehen. Ich komme da auf die Kiste nicht. Also was denn das? Das geht nicht. Da, das funktioniert nicht. Das kann nicht wahr sein. Au. Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Also ich muss hier schon abspringen, aber ich komme dann nur auf diese. So weit kann ich auch nicht springen. Ach so, warte mal. Jetzt habe ich die Fallen... Aber das bringt mir auch nichts. Jetzt habe ich zwar die Fallen aktiviert, aber ich komme ja... Doch, ich komme hier rüber. Aha. Und nun? So. Okay, gut. Ich muss die Fallen auslösen. Na gut, ich dachte, ich muss das Level neu laden an der Stelle. Reicht das? Ja. '96 Level gibt es am Ende. Oh, es hat ein bisschen... Verdammt. Nein! Ja, wir kriegen jetzt die Kiste wieder. Gar nicht, ne? Sonst, nee. Also hier muss ich, glaube ich, neu laden, sonst kriege ich die Kiste nicht wieder. Hä? Das geht nicht. Das ging nicht. Okay. Nein! Okay. Some water. Das geht nicht! Ihr seht selbst, ne? Also die Kisten bewegen sich sofort. Man kann da nicht ordentlich drauf springen. Das bringt einem gar nichts. Also die bewegen sich auf jeden Fall immer irgendwie. Oh nein, das sah eigentlich gut aus. Na komm. Nein. Oh, das war doch gut. Das hätte klappen können, glaube ich. Dass hier jetzt mal wieder den Schalter umlegen muss. Na komm doch dahin. Nein, das reicht nicht tatsächlich. Das reicht nicht. Okay. Hä, geht das überhaupt? Das ist doch viel zu hoch. Muss ich nur mit der Kiste rüber? Nee, jetzt. Okay, gut. Okay. Wie die toten Leichen, also die toten Leichen vor allem, die irgendwie die Leichen aber rumliegen. Use your wit. Was?
Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie das gehen soll. Gut, hä? Huh, oh Gott. Das sollte nicht so sein, oder? Ich glaube, das sollte nicht so. Ich glaube, ich hätte da schon eigentlich sterben müssen gerade. Okay. Moment. Jetzt einmal drauf. Nee, drauf, drauf. Nee. Nein! Ich hab's ja nicht so mit Geduld spielen, ne? Aber manchmal springt er ganz seltsam. Liegt nicht an mir. Vielleicht doch. Trotzdem. Nee, andere. Nein! Was machst du denn? Ja! Das gibt's doch nicht. Nee. Wow, das ist echt eine miese Angelegenheit hier. Okay, manchmal ist es komisch, ne? Manchmal stirbt man einfach nicht. Ja, da sterbe ich so. Also, das ist irgendwie ganz seltsam hier. Manchmal stirbt man bei den Sachen, manchmal nicht. Nee. Okay, ich glaube, das hier wird meine Nemesis. Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Ehrlich gesagt. Nein. Die rutscht immer wieder zurück. Das gibt's doch nicht. Ich weiß es nicht. Bleib doch drauf! Ja, und jetzt ist er wieder weg. Das, ist nicht ganz mein Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde den Jungen niedlich, aber ansonsten... Also süß gemacht so, aber ja, das hier verstehe ich zum Beispiel nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Nee, irgendwie... Au. Nein. Achso, da stehe ich auf den Körperteilen drauf. Deswegen sterbe ich da nicht. Aber hier halt. Manchmal sterbe ich an dem Dorn, manchmal nicht. Da, schon wieder. Nein. Ach Gott. Jetzt sind die ganzen Leichen im Weg. Nein. Oh Gott, Kiste. Komm wieder her. Warte, hier. Ich mache mir das... Ja. Ah, nein. Warum ist da die Tür? Wo ist denn der Hebel? Hä? Bin ich blind? Ich sehe keinen Hebel, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht ganz. Wo ist der Hebel? Ich... Sehe ich irgendwas nicht? Ja! Huch, entschuldigt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt schön da eine Treppe aus Leichenteilen gemacht, aber mehr auch nicht. Was genau erwartet das Spiel jetzt hier von mir an der Stelle? Ich bräuchte einen Hebel eigentlich, ne? Ich versuche hier gerade irgendwie... Ah, jetzt sind die Leichenteile alle weg. Oh nein. Wann verschwinden die und wann bleiben sie? Das ist auch noch eine Frage. Kommt bitte alle mit? Ja, und nu? Oh! Okay, ich wusste nicht, dass das möglich ist. Das hätten wir auch schon vorher haben können. Explosives Level. So, das habe ich mit Absicht gemacht. Okay. Nein, da auch noch. Na gut. Wir müssen noch etwas weiter weg. Nein, es geht nicht. Okay, das funktioniert nicht. Oh Gott. Kann ich das mit der Maus auch? Nee, das... Das geht gar nicht. Hä? Ich verstehe. Okay, gut, ganz simpel. Muss man erstmal drauf kommen. Wusste ich nicht, dass man das verschieben kann. Muss ein bisschen rumprobieren. Ich würde auch schon fast sagen, wir sind bei 15 Minuten und falls ihr das selber gerne spielen wollt, wäre es natürlich jetzt ein bisschen schade, euch die ganzen Level vorwegzunehmen. Was passiert? Nein, ich will gar nicht zurück. Hä? Was ist hier los? Was ist denn da passiert? Habt ihr das gerade...
Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich dachte irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, ehrlich gesagt. You are not Iron Man. Ich bin nach links durchgegangen und trotzdem bin ich jetzt im nächsten Level. Das wäre ja sehr seltsam gerade. Okay. Habe ich gerade irgendwas nicht mitgeschalten? Ja. Hä? Keine Ahnung. Okay, Leute. Warte mal. Nee, jetzt muss ich doch mal kurz gucken. Ja, not Iron Man. Wir haben sehr viel Körper. Verdammt, und jetzt sind sie weg. Nach wie vielen Leichen? Das sind, ich denke, es geht nach 4. Kann es sein? Warte. 4. 5. Also der 5. quasi. Dann wird es, glaube ich, aufgelöst. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das ist auch schwierig, hier die Leichenteile so mitzunehmen, wie man sie braucht. Okay. So langsam kann ich den nicht mehr schreien hören. Das ist ja furchtbar. Ja. Dann bräuchte ich noch hier einen. Also man müsste jetzt irgendwie... Oh Gott. Nee, ist mir zu viel. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben gesehen, wie Drama funktioniert. Also das Spiel Drama, nicht sonst Drama. Ja, wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr euch das für 4 Euro gerade im Rabatt. Aber jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wann die Folge hochgeladen wird. Deswegen könnte es sein, dass der Rabatt dann schon weg ist. Das Spiel kam nämlich auch gerade erst raus. Im August, am 6. glaube ich. Und ja, deswegen glaube gerade noch der Rabatt. Keine Ahnung, wie lange er hält, aber ansonsten auch noch 4 Euro. Und dann könnt ihr 96 Level durchmachen. Ja, mit diesen wunderschönen Fallen hier. Also, wenn ihr Bock habt, ja, los. Ich brauche erstmal eine Pause davon. Und ja, schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel überhaupt haltet. Und gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Also dann, bye bye, bis zum nächsten Angezockt.